liebe Bierliebhaber und Bierliebhaberinnen. Heute wieder ein Weihnachtsspecial zum Thema Food Pairing. Und zwar aus meinem neuen Studio. Wir sind umgezogen und dadurch habe ich jetzt die Möglichkeit, mich hier so ein bisschen einzurichten. Und ich habe mich hier aber ganz, ganz klein wenig jetzt verändert. Ab sofort werden nämlich alle Folgen hier mit diesem schönen Hintergrund, mit diesem tollen Regal, wo ich viele meiner Bücher stehen habe, stattfinden. Und habe mir so eine kleine Bar hier vorgebastelt, so dass ich euch einfach wunderschön die Food Pairings präsentieren kann. Letzte Woche war ja der Martin hier am Start gewesen. Der Martin als Konditormeister hatte mega leckere Plätzchen dabei gehabt. Ich denke, ich habe da einen relativ guten Job gemacht, schöne Biere als Food Pairing dazugegeben. Und ja, der Martin ist jetzt leider weg. Ich bin umgezogen, ich habe noch keine Küche. Das heißt, das einzige Weihnachtsgepäck, das ich jetzt gerade kriege, ist das aus dem Supermarkt. Das ist schon sehr, sehr ernüchternd, aber mit dem richtigen Bier auch wieder relativ geil. Und ich habe jetzt heute für euch mal so die vier häufigsten Weihnachtsgebäcke mitgenommen, habe vier geile Biere dazu geholt, die einfach unglaublich gut passen und die verkosten wir jetzt einmal gleich zusammen. Ich habe zum einen einen Krieg und dazu Dominosteine. Ich habe hier ein Hoppy Red Ale, dazu habe ich so ein bisschen Stollen. Dann habe ich einen Porter, das gibt es dann mit dem Lebkuchen. Und ich habe einen Bock für meine Spekulatiusplätzchen. Also es ist für alle was dabei. Und ja, lasst uns mal gleich starten. Und wir fangen an mit dem Krieg und den Dominostein. Krieg und Dominosteine klingt ganz, ganz logisch. Spätestens seit der Folge mit Aniko wissen wir, wie geil ein Krieg- und Vollmilchschokolade ist. Und der Dominostein besteht fast nur aus Vollmilch. Da ist dann noch so ein bisschen Lebkuchen drin. Könnte ganz gut mit den Kirschen und der Säure zusammenkommen. Dann haben wir Marzipan. Marzipan und Krieg geht auf jeden Fall. Und ein schönes Fruchtgelee. Easy mit dem hier. Das heißt, hier haben wir fast einen Selbstläufer. Ich gieße einfach mal ein bisschen was ein. Wir machen das wie immer so, dass wir zuerst einfach mal das Bier verkosten und dann im zweiten Schritt gucken wir uns das Food Pairing an. Und hier bei dem Krieg haben wir jetzt hier ein schönes, leichtes Rot, schöner roter Schaum. Das riecht schon einfach so richtig wie so ein, wie eine Jogurette, hat so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen so was Sahniges in der Nase. Durch die leichte Säure da drin. Hat natürlich ein volles Kirschenaroma schon in der Nase, auf dem Mund. Ist ein schönes Spiel mit Säure, mit Kirsche. Einfach ein tolles Bier, trinke ich unglaublich gerne einfach mal so. Und jetzt nehmen wir einen Dominostein. Das ist ein Feuerwerk. Also, wir haben jetzt die Schokolade, die wird so richtig schön cremig. Die kommt, wird auch noch ein bisschen intensiver. Die Kirscharomen, die gehen so ganz, ganz leicht ins Spiel natürlich mit dem Gelee. Die Gewürze, die tauchen so, gehen so ein bisschen unter, die ich hier in dem Lebkuchen drin habe. Und das Marzipan kommt so richtig schön intensiv raus. Erste Kombination, definitiv geil. Da ich noch keine Küche habe, trinken wir heute auch alles aus einem Glas. Schließlich will ich das ja nicht immer alles abwaschen. Das nehme ich mir jetzt heute mal raus. Und als nächstes haben wir hier so ein Hoppy Red Ale. Ich habe das von der Firma Coronado genommen. 5,7% Alkohol. Schön leicht gehopft. Hat dadurch nicht nur einen Körper, der so ein bisschen karamellig ist, sondern auch eine leichte Hopfennote. Wir haben es hier, wie gerade eben auch, schön rotbraun. Ein bisschen erinnert es an so einen Sonnenaufgang. In der Nase hat man schon die ganze Frucht. Leicht brotige Noten. Und dann beim Antrunk kommt sofort die Süße. Man hat dieses leicht karamellige, brotige, auch ganz klar am Gaumen. Und dann wird es hinten raus nochmal ganz, ganz leicht bitter.
Und ich habe mir dieses Bier jetzt natürlich zu dem Stollen rausgesucht, weil der Stollen, der ist natürlich sehr, sehr süß. Ich habe hier Orangeat, ich habe Zitronat meistens drin, ich habe Rosinen drin, ich habe den ganzen Puderzucker und da brauche ich schon ein bisschen Körper. Ich brauche aber was, wo auch diese ganzen süßen, fruchtigen Aromen reingehen. Und das sehe ich auf jeden Fall hier bei dem Hoppy Red Ale. Beißen hier einmal ab. Und der gekaufte Stollen, der ist schon nicht ganz so geil wie richtig schön der selbstgemachte. Mit dem Bier allerdings gewinnt er nochmal so richtig was dazu. Das ist so ein bisschen, wie wenn man sich dann nochmal so eine Art Karamellcreme auf dem Stollen vorstellt. Weil das wird nochmal süßer, aber nicht zu übertrieben süß. Die bittere geht sehr runter. Dafür wird das Ganze aber nochmal ein bisschen fruchtiger. Und definitiv eine super Kombination. Wenn ihr da nicht so leicht rankommt, ich würde vielleicht auch zum Beispiel so ein dunkles IPA ganz gut gehen. Vielleicht auch ein bisschen intensiveres Kölsch oder so. Da könnt ihr euch ja mal ein bisschen durchprobieren, was es natürlich bei euch gibt. Ich hatte jetzt hier natürlich die Chance, an dieses Bier ranzukommen. Nächstes ist das Lebkuchen. Und Lebkuchen ist ja wirklich so ein Klassiker. Und da gibt es ehrlicherweise so viele Möglichkeiten. Ich wollte aber auch Porter haben. Ich habe jetzt hier das vom Brauhaus Binkert bekommen. Schönes, einfaches Porter, 5,3%. Auch ganz gut erhältlich. Leichte Schokonoten, leichte Kaffeenoten. Schön cremig, sehr, sehr rüstig, mit einer ganz leichten, bitteren Abgang. Und das ist hier mit dem ganzen Lebkuchen, Gingerbread, so ein bisschen so, was dann da nochmal so ein bisschen dazu kommt. An Gewürzen. Das geht so ein bisschen in Symbiose. Man wertet die Schokolade unglaublich auf. Und auch die Aromen, die ich im Lebkuchen habe, die kommen dann nochmal ein bisschen durch, ein bisschen schöner durch. Und hier diese leicht Kaffeenoten, die ich hier drin habe, die geben so ein bisschen Säure in das Ganze rein. Und ich finde, es passt sehr, sehr gut, sehr, sehr schön. Und last but not least, Spekulatius. Und Spekulatius, das ist ja auch super, super würzig, super intensiv, super süß. Und da braucht man einen starken Kontrahenten. Und ich habe mich hier für einen Bock entschieden. Und zwar den habe ich jetzt hier von der Munich Brew Mafia, den Anniversator genommen. Das ist ein Jahrgangsbock. Der wird nochmal ganz leicht gehopft. Der hat auch 8% Alkohol, also doch ein bisschen was. Schön so Rosinennoten, Karamellnoten, Toastbrot, getrocknete Pfirsiche. Da ist auf jeden Fall einiges drin und der hat jetzt auch wirklich einen schönen cremigen Körper, eine richtig schön hohe Süße und einfach ein eigenes gutes Aroma und das wollte ich hier zu meinen Spekulatius Plätzchen haben. Das hat so richtig was von gebrannter Mandel. Der schmeckt auch immer so richtig schön karamellig, leicht nussig, ein bisschen Gewürznoten. Und das ist jetzt genauso wie, wenn ich über den Weihnachtsmarkt laufen würde und auf dem Weihnachtsmarkt gerade so ein paar gebrannte Mandeln zu mir nehme. Neben dem Krieg definitiv
für mich ein absolutes Highlight. Mega Food Pairing, riesen Wow, das man dann auf einmal auf der Zunge hat. Und das macht einfach Spaß. Und wenn ihr auch die Möglichkeit habt, Plätzchen zu Hause zu machen und euch Weihnachtsgebäck natürlich dann auch mal im Supermarkt kauft, dann kann ich euch die Biere in der Kombination, wie ich sie hier habe, wirklich nahelegen. Also Dominosteine mit dem Krieg, so ein Hoppy Red Ale mit einem Stollen, ein Porter mit Lebkuchen und der Bock mit Spekulatius. Das ist einfach eine tolle Kombination, die gehen auf jeden Fall. Und vielleicht hast du ja auch schon mal irgendwas im Supermarkt gekauft, hast dazu dir ein schönes Bierchen geholt und hast dann einfach ein geiles Food Pairing gehabt. Und wie sind denn deine Erfahrungen? Hast du sowas auch schon mal erlebt? Schreib es auch einfach hier unten in die Kommentare rein. Mich würde es sehr, sehr freuen, da mal was Neues kennenzulernen. Und ansonsten natürlich, bitte drück doch auch hier den Abonnier-Button unten und schalte einfach beim nächsten Mal rein. Ich freue mich tierisch, wenn du wieder mit am Start bist. Ich sage danke, dass du bis hierher geguckt hast. Mach's gut. Ciao, ciao. Euer Björn.